Ja, eigentlich ist es so. Wir sind die Einzigen, die die NWO besiegen werden. Ja, hoffentlich. Querdenken, die Deutschen, die Amis, die Ja, die sind Engländer, ja ihr, so sie werden weit es in der alle nicht Minderheit, schaffen. gell? Nur die armen Wüstensöhne. Querdenken sowieso. Ich mache ja nur Luftballonpartys. Meiner Naja, Meinung nach. also ich würde Ihnen da nichts vorwerfen, aber mittlerweile müssen Sie wahrscheinlich auch nachdenken, dass die Forderungen, die Sie stellen, eigentlich zu gering sind, weil die Ursache für die Schwierigkeiten, die wir haben, ist ja gerade die Demokratie und diese. Schau mal, eine ganz einfaches Beispiel habe ich. Wenn die Demokratie so toll ist und unser Grundgesetz und so weiter, und unsere Politik so gerecht und demokratisch, dann ist das eine tolle Sache. Aber wir haben doch dastehen, die politische Willensbildung und die politische Macht ist hier in Parteien organisiert in Deutschland. Das bedeutet, egal wie demokratisch unsere Grundordnung ist, sie steht und fällt in der Art, wie unsere Parteienlandschaft ausgestaltet sind. Was nutzt es denn, wenn das Grundgesetz super demokratisch ist, aber die gesamte Willensbildung nur über Parteien geschieht, aber Parteien alle in Deutschland so organisiert sind wie ein Gulag? Dann ist logischerweise unsere ganze Demokratie wie ein Gulag. Das ist ja eine Analogisierung des Problems. Also das Hauptproblem sind die politischen Parteien und wie sie agieren dürfen. Und das ist alles nicht demokratisch, ganz klar. Ja, so eine Art Parteiendiktatur, kann man sagen. Ja, richtig. Das Grundgerüst, die Fassade ist natürlich demokratisch, aber die Leute, die machen immer den Fehler, dass sie immer von unseren Grundrechten und so reden. Das ist alles unwichtig. Die politische Meinungsbildung wird in politischen Parteien in Deutschland organisiert, sonst durch nichts. Und je nachdem, wie die politischen Parteien organisiert sind, so ist dann auch die ganze Bundesrepublik im Endeffekt. Ist doch logisch.